So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, hier stehen wir noch. Unsere Heli ist noch hinten dran. Und ja, große Rückgabe für Else, ihr LKW. Vorher, also ich glaube, Leute, das Video wird heute nicht so lang. Wir fahren erstmal hier in die Garage. Da kriegt sie noch ein paar Teile dran geheftet. Und ja, schauen wir mal. Also umleuchten brauchst du. Und irgendwie ein Navi brauchst du auch noch. So. Dann holen wir unseren DAF wieder. Hey, gibt's aber noch. Biege nach rechts ab. Ach, war ein Spaß. Nee, wir fahren jetzt in die Werkstatt. Da kriegst du noch ein paar Umleuchten drauf. Ein paar Oberleuchten. Und hast du nicht gesehen? Und vielleicht das mit der Navi irgendwie, weil die hat ja kein Navi drin. Macht das Iveco nicht? Gibt es das nicht standardsgemäß? Biege nach rechts ab. So. Ach. Ohne. Ja, wisst schon, was ich meine. Ohne Fracht, da zieht das Ding so ab. Ist vorbei. Ich glaube, da freut sich der Else. Ich glaube, die freut sich da. Die dann ihre Iveco wieder kriegt. So. Ich glaube, da steht ein Scania, ne? Motor aus. Mal reingucken. So, ein bisschen tunen. Zwar noch erstmal hier den Chrom. Brauchen eine mega Umleuchte. Ich kriege eine Umleuchte von. Sieht das aus? Ja. Ja, und die hier? Die? Ja. Wenn die dann hier. Wir nehmen die hier. So. In den Warenkorb. So. Dann bekommt sie, was hatte ich gesagt? Innenraum. So ein Käse. Ja, das können wir eigentlich auch machen, aber ich hätte gerne. Ne? So kleine LKWs. Ja, nee. Also, was sind das hier? Ein Handy. Toll. Aber Navi gibt's nicht, oder? Das sind die Beifahrerschild. Okay. Ja gut, dann kriegt sie ein neues Lenkrad. So. Sieht schön aus. Warenkorb. Also Navi funktioniert nicht irgendwie, oder? Vorhänge. Ja, kriegt sie noch einen Vorhang. Noch was Schönes. Das hier, sag ich mal. Für eine Frau. Der blau nicht. Für eine Frau. Rot. So, was haben wir denn hier? Frontspiegel, okay. Was haben wir hier? Ja, da kriegt sie hier so einen schönen Würfel, kriegt sie noch. Ja, so, da freut sie sich. Eine Sonnenblende kriegt sie auch noch. Jo, Achso, da ist der Frontspiegel da weg. Nee, ist ja egal. Guck da eh gehen rein. Die Frontspiegel. So, hat sie eine schöne Sonnenblende noch. Aber der Navi ist nicht, ne? Das ist. Fahrerschild. Windschutzscheibe.
Außenspiegel. Ja, Navi ist leider nicht. Das muss es sich dann hier wahrscheinlich dann einstellen. Also hier ein Armaturenbrett. Gut, dann machen wir das. Da freut sie sich. Glaube ich. So, dann machen wir die Reifen noch ein bisschen. Ja, die Reifen sind ein bisschen abgefahren. Checkt man da auch noch. So, dann gucken wir mal, wie die normale Ansicht so ist. Ja, da freut sie sich bestimmt. Ja, die freut sich. Ich denke mal, die freut sich. Ja, die freut sich. Gut, dann gehen wir nach Hause. Ab. Nach Hause. Dresden. Schnellreise. Müssen wir nicht machen. Wir können es einfach so machen, aber. Jo, da sind wir wieder zu Hause. So, sind wir wieder zu Hause und es regnet. Logisch. Weil es so ist. So, meine Gute. Wachmanagement. Also. Schläft. So, den DAF möchte ich gerne haben. Einsteigen. Ne? Ich würde gerne meinen DAF wieder haben, ja. So. Elsa, du hast dein Iveco wieder. Und wir haben unseren DAF wieder. Schön. Cool. So, Leute. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wir machen Schluss. Ich wollte noch mal. Warum denn? Weil jetzt alles geklappt hat, ne? So. Und die ist schon wieder mit ihrem LKW unterwegs. Cool. Einmal frei. Hat noch keine Fracht, aber die ist schon aufgestanden und ja. Cool. So, Leute. Wir haben es jetzt 7 Minuten. So kurz kann ich das Video nicht lassen. Das geht gar nicht. Leute, wir müssen nach Italien. Ich will da eine Garage haben. Zwar. Ja. Wo fahren wir denn mal hin? Das ist ja nicht Italien. Das ist Italien. Ja, Italien. Leute. Kein Plan. Ich würde sagen, wir kaufen uns hier euch mal eine Garage. Venedig, der Fall. Wollen wir uns in Venedig eine Garage kaufen? Kaufen wir uns in Venedig eine Garage? Und zwar müssen wir da 14 Stunden und noch was fahren. Das werde ich aber jetzt nicht alles fahren. Wir machen jetzt die 20 oder 25 Minuten machen wir voll. Und den Rest fahre ich mal so. Wenn ich unten angelangt bin, kaufen wir uns eine Garage. Alles klar. Gut. So machen wir das. Let's go. Los. Habe ich überhaupt Licht an? Das war das Falsche. Jetzt. Genau. So machen wir das. Wow.
Ich wie, oh lol. Naja, ah, ja, hier ist schon. So. Biege nach rechts ab. Jetzt war da runter. Zumindest noch ein paar Minuten. Aber die hat unser LKW wenig voll getankt. Das ist schon mal gut. Die hat unser LKW schon mal voll getankt. Das ist schon mal gut. Danke, Elze. Hier noch nicht. War eins zu früh. Eins zu früh. Wahnsinn, ohne Fracht, da zieht das Ding einfach nur los. Eieieie. Bitte rechts halten. Alter. Sorry. Ich muss mich doch ein bisschen. Es ist doch schon besser, wenn man mit Lieferung fährt. Das ist ja Wahnsinn. So, wir fahren nach runter, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte. Und ja, da kaufen wir uns da unten eine Garage. Warum da unten? Ja, weil ich da unten eine Garage haben möchte. Man könnte sie jetzt woanders noch kaufen, also in Deutschland und so. Nee, ich will da unten eine Garage haben. Möchte da unten einer haben. So, dann würde ich sagen, kaufen wir uns einen Renault. Genau, wir kaufen uns da unten, wenn wir eine Garage da unten haben. Suchen wir uns Angestellten natürlich. Dann schnell einen Hänger gekauft. Was heißt schnell? Wir brauchen dann Kohle. Dann holen wir uns für den Angestellten, holen wir uns definitiv einen Renault. Den werden wir natürlich auch fahren.
Ja, genau. Aber dafür brauchen wir erstmal Kohle. Wir holen uns die Garage. Dann erfahren wir wieder ein bisschen Kohle. Und dann holen wir uns einen Auflieger für ihn und natürlich auch den Renault. Oh, ich habe das. Es gibt irgendwie Punkte für 100 Kilometer bei. Genau. Konnte ich nicht lesen. Hab ich nicht gesehen. Sorry. Euch ein Event wieder. Wollt's lesen, aber naja. Ich habe nicht mal einen Screenshot gemacht für das. Mache ich dann mal. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Oder habe ich das noch gemacht? Nimm die Ausfahrt rechts. Wie ist es, glaube ich. Immer geradeaus. Oh ne, dreispurig. Ja. So, wenn der nächste Parkplatz kommt, dann machen wir hier einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Aber erstmal müssen wir einen Parkplatz anfahren. Den Rest fahre ich dann alleine und wenn ich dann in Venedig bin, ne, kommt das nächste Video. War schon mal Parkplatz finden. Wieder das Event. 100 Kilometer während der. Was? Freien Fahrt. Achso, freien Fahrt machen wir ja. Die 100 Kilometer haben wir schon drin, oder? Krieg ich noch Punkte? Uah.
Also sollten wir eigentlich Punkte kriegen, ne? Oder darf man da kein Ziel angeben? Kann es sein, dass man da kein Ziel angeben, einfach nur 100 Kilometer fahren muss? Ja, wer weiß. Weil normalerweise haben wir ja eine freie Fahrt, ne? Wir haben halt bloß ein Ziel angegeben, aber ohne Auftrag. Die 100 Kilometer, die haben wir schon dicke drin. Wieso fahren die schneller wie wir? Ah, jetzt Parkplatz gleich. Also, da war es so weit weg. Bitte links halten. Ich habe das schon gesehen. Ich habe schon wieder. Ach Mann. Ich lese immer zu viel. Mein Augenmerk gilt eigentlich den Parkplatz. Haben wir aber nicht. Aber das Video eigentlich gar nicht so lang machen. Ja, die müssen. Ich drücke mal ganz kurz. Warte mal. So. Wir gucken mal. Ja, da kommt noch was.
Doch, da kommt was. Ja, da kommt was. Okay, gut. Ich denke mal Tankstelle und denke mal mit dem Parkplatz. Ja, genau. Aber noch ist der Stand hier. Bitte links halten. Nee, nee, will ich nicht. Genau. Hier haben wir noch was. Neu berechnen. Brauchst du es nicht neu berechnen? Immer geradeaus. Ah, oh, ich hätte da hinten wieder hinfahren müssen, ne? Nein? Nee, da vorne geht's. Oder? Okay. Ich würde die Parkplätze mal nicht merken, du, wie die beschaffen sind. Eigentlich will ich da rechts rüber. Da will ich hin. Ja, na gut, dann machen wir es halt so. Ich bin auch nicht auf die schöne Art. Aber... ist keine schöne Art, was ich gerade mache. Also, ich das nicht ab. Nicht abgucken. Nicht abgucken. Jetzt macht er auch einen zu. Mach bitte da auch einen zu. Oh Gott. Nicht gucken. Nicht gucken. Oh, Alter. Hier war gerade noch Platz. Wehe, ihr habt euch das abgeguckt. Wehe, 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 wehe. Wehe, wehe, wehe. So, gut. Ja, es war keine feine Art. Es war keine feine Art. Aber, wie gesagt. Gut, machen wir hier einen kleinen Cut. Von hier aus fahre ich dann nach Venedig, kaufe, bevor wir die Garage kaufen, bin ich natürlich in Venedig und ich mache das Video wieder. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, mega Daumen an euch und vor allen Dingen, allzeit gute Fahrt, ne? Tschüss!